Prop Trading in Deutschland. Ja, das ist immer wieder ein Thema, wo man auch sagt, damit wollen immer mehr Personen das Geld verdienen, weil sie zum Beispiel natürlich hier nicht mehr mit dem klassischen Trading arbeiten wollen. Wir schauen uns heute mal das Prop Trading an und vor allem, welche Steuern dabei anfallen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und bei uns gilt immer noch, Steuern spart, wer Steuern plant. Ja, und wirklich wichtig ist natürlich auch Prop Trading. Was ist das eigentlich? Prop Trading ist das sogenannte proprietäre Kapital, wo du mit dem Handel, also mit dem Kapital von einem anderen Unternehmen handelst, nämlich von Prop Trading Firma. Diese Prop Trading Firma stellt dir im Grunde das Kapital mehr oder weniger zur Verfügung und du erhältst damit einen Anteil am Gewinn. Es sind keine Kapitaleinkünfte, sondern gewerbliche Einkünfte. Und hier ist es natürlich auch so, dass du zwei Vorteile hast. Und zwar zum einen das Kapital, das bereitgestellt wird, fortschrittliche Technologien und die Ausbildung. Und der vierte Punkt, warum es natürlich sehr spannend ist, du schickst hier nur Signale. Denn es sind lediglich Börseninformationen, die du hier bereitstellst und nicht wirklich mit dem Eigenkapital von dir selbst handeln musst. Die steuerlichen Aspekte, vor allem auch in Deutschland, sind natürlich hier so, dass es grundsätzlich erstmal der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und der Umsatzsteuer. Wobei man ganz klar sagen muss, die Gewerbesteuer und die Einkommensteuer ist das Einzige, was hier auf jeden Fall anfallen wird. Denn, wie gesagt, die Ertragssteuern müssen gezahlt werden. Bei der Umsatzsteuer ist es hier in der Regel nicht relevant. Na, schon gewusst? Jetzt gibt es auch Online-Kurse von Steuern mit Kopf. Zum Beispiel unseren Bestseller-Gründerkurs. Schau gleich mal vorbei auf steuernmitkopf.de. Liegt hauptsächlich daran, weil man ganz klar sagen kann, hier wird entweder das Reverse-Charge-Verfahren mit zum Beispiel Anbietern in der EU oder zum Beispiel auch Reverse-Charge-Prinzip mit Drittlandsanbietern hier stattfinden. Deine Kosten kannst du aber alle vollständig geltend machen, mit Blick auf Hardware, Software und so weiter und so fort. Du brauchst aber auf jeden Fall auch eine Gewerbeanmeldung und vor allem auch natürlich entsprechend eine Steuernummer, Umsatzsteuer-ID, die du dann angeben kannst. Denn, wie gesagt, auch da geht es von Anbieter zu Anbieter. Einige Anbieter erstellen ja mittlerweile hier auch schon Gutschriftsrechnungen, bei anderen musst du eine Rechnung schreiben. Denn, wenn du hier zum Beispiel im nationalen und internationalen Bereich unterwegs bist, dann musst du auch immer an den Anbieter zumindest eine ordnungsgemäße Rechnung und einen Beleg haben. Das ist hier, wie gesagt, das spannende Thema, auch bei FTMO oder jetzt Apex oder sonstigen. Da ist es aber trotzdem so, du sollst zumindest für dich selbst eine Rechnung erstellen und dich dann auch dort als Unternehmer registrieren, nicht als Privatperson. Denn in diesem Fall hast du natürlich auch die Möglichkeit, dann deine entsprechende Steuernummer zu hinterlegen. Ganz wichtig bitte auch natürlich, es ist ein Problem, das ist bekannt, dass du zum Beispiel natürlich für die Challenges, die du zahlst, natürlich hier keine ordnungsgemäße Rechnung hast. Das heißt, du hast dort keinen Vorsteuerabzug, kannst sie aber trotzdem als Betriebsausgaben gegenrechnen, weil du ja diese Challenges machen musst, damit an dieser Stelle natürlich hier im Grunde der Einnahmen generiert werden können. Es ist auf jeden Fall so, dass man ganz klar sagen muss, dass Prop Trading wird in der Zukunft weiter zunehmen, weil ganz klar du den Vorteil hast, dass die 20K-Regelung, 20 Absatz 6 hier nicht greift. Und dieser Vorteil wirkt sich daraufhin aus, dass du ganz klar sagen kannst, hey, ich habe hier im Grunde einen finanziellen Vorteil, den ich über die Zeit ausspielen kann, weil jemand, der mit Eigenkapital handelt, der riskiert natürlich hier über die 20K-Verlustgrenze zu kommen. Das ist beim Prop Trading nicht der Fall, weil du nämlich hier nicht mit Eigenkapital handelst und dementsprechend hier natürlich Börseninformationen bereitstellst und Signalgeber bist, solange das natürlich am Ende wirklich der Fall ist. Und vor allem auch natürlich es keine Entgeltfortzahlung, Krankheitsfall gibt oder sonstiges und der Handel hier nicht, wie gesagt, mit Anleihen, Aktien oder sonstigen stattfindet. Diese Produkte handelst du aber dann für deinen im Grunde Prop-Trading-Firma. Du willst mehr von Steuern mit Kopf? Dann schau gleich mal vorbei auf steuernmitkopf.de. Mit unseren Online-Kursen und Fachbüchern erklären wir dir die Welt der Steuern. So einfach wie nie. Individuelle Steuerfrage? Auch kein Problem. Buche jetzt deine 30-minütige 1:1 Online-Beratung bei mir oder einem anderen Steuerberater aus unserem Team.